Und zwar, wie wäre es mit einer heißen Käsebrötchenpfanne vom Grill? Wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Das sind die Zutaten, die wir benötigen. Und zwar, wir brauchen einen Rub, habe ich mich jetzt hier entschieden, für das Smoke von den Sizzle Brothers bzw. von Ankerkraut. Ein sehr gutes Olivenöl, den Bacon von Gavinut. Dann brauchen wir 16 Knack und Back Sonntagsbrötchen, 600 Gramm Frischkäse, ein bisschen Babybell. Und hier vorne seht ihr schon angedeutet, was wir an Käse brauchen. Wir brauchen Gouda, und zwar ca. 200 Gramm, 200 Gramm Cheddar gerieben. Hier hinten seht ihr nur ein ganz kleines bisschen Parmesankäse. Und aus den Käsensorten bis auf den Babybell mischen wir jetzt erstmal die Creme. Um das Ganze etwas geschmeidiger zu machen, beginnen wir denn jetzt erstmal mit dem Öl. Da geben wir eine ordentliche Menge mit rein. Also das heißt, es kann halt wirklich sehr, sehr viel mit rein. Und ja, ich denke, das reicht schon. Jetzt geben wir, ja, ich kann jetzt keine grobe Mengenangabe geben, sondern so, ich sage jetzt mal 2 bis 3 Esslöffel von den Smoke. Und das rühre ich jetzt erstmal zusammen. Andere 3 Käsesorten über, die habe ich schon mit reingeschüttet. Parmesan, Gouda, Cheddar. Und das versuchen wir jetzt halt wirklich ganz vorsichtig unterzuheben, damit wir eine homogene Masse bekommen. Ja, und dann ist die Käsecreme erstmal fertig und die lassen wir ziehen. Jetzt vierteln wir erstmal den Babybell. Der Babybell selbst ist halt schon ausgepackt. Brauche ich euch auch noch nicht zeigen, wisst ihr ja, wie das geht. Den vierteln wir, wie gesagt. Und warum wir den vierteln, zeige ich euch gleich. So, jetzt zeige ich euch, warum wir den Babybell gefittelt haben. Und zwar haben wir hier jetzt schon die Knack- und Backbrötchen ausgepackt. Ihr müsst mit einem Spitzenmesser versuchen, hier eine Tasche reinzuschneiden bis zur Mitte. Zieht das Ganze hier rüber und jetzt seht ihr auch warum, denn jetzt habt ihr hier so eine Tasche, nehmt ein Viertel Babybell und drückt diesen so gut es geht bis in die Mitte rein. Ja, das mache ich jetzt mit jedem Brötchen und dann sehen wir uns gleich an der gusseisernen Pfanne wieder. Ihr seht jetzt schon, ich habe die gusseiserne Pfanne hier schon mal hingestellt und hier ist jetzt eine Schüssel drin. Die Schüssel hat Folgendes. Und zwar, wir möchten in der Mitte nachher die Creme reinmachen, seht ihr aber gleich. Ich benutze jetzt erstmal ein Trennspray. Und sprühe das erstmal ordentlich ein und wie es dann weitergeht, seht ihr gleich. Eingesprüht ist es und jetzt seht ihr auch, warum wir die Brötchen vorhin eingeschnitten haben und den Käse reingemacht haben. Wir legen die Brötchen jetzt einfach mit der Schnittkante nach vorne in Richtung Schüssel, weil die Brötchen selbst gehen noch ein bisschen auf. Und ja, dann würde ich sagen, das verteile ich jetzt erst noch ein bisschen und dann sehen wir uns gleich am Mono wieder. Gegrillt wird alles bei 180 bis 200 Grad, das heißt, der Mono ist jetzt auf starke indirekte Hitze vorbereitet. Ja, und da backen wir das jetzt erst für die nächsten 10 Minuten. Als nächstes machen wir jetzt erstmal den Bacon in die Käsemasse und dann wird das Ganze untergerührt und dann gucken wir mal, was die Brötchen machen. Ist jetzt eine Viertelstunde vergangen, wir gucken mal nach. Perfekt. Ich nehme es jetzt runter und dann geht es mit dem Käse weiter. Wir müssen jetzt natürlich versuchen, diese Schüssel hier rauszubekommen. Dafür nehme ich dann einfach ein scharfes Messer und gehe dann hier an den Käse entlang und hole dann die Schüssel raus, damit wir jetzt gleich die Käsemasse einfüllen können. Schüssel ist ja jetzt hier raus und jetzt hat da die Käsecreme, die wir ja vorhin mit dem Bacon noch zusammengemischt haben, ordentlich viel Platz. Ihr könnt natürlich die ganze Creme reinmachen. Wenn ihr merkt, das ist jetzt zu viel, Käse kann ich schaden, wenn da halt wirklich viel reinkommt. Ich drücke das jetzt halt weiter nach unten rein und fülle das jetzt nochmal ordentlich voll und dann kommt es noch mal auf den Grill für 10 Minuten bei der gleichen Temperatur. 10 Minuten sind jetzt rum, wir schauen mal nach. Perfekt. Ich nehme es jetzt runter, da gibt es noch ein Tellerbild. Ja, und dann würde ich sagen, sind sie fertig. Das war sie, die heiße Käsebrötchenpfanne vom Grill. Ich finde, ein perfektes Partyrezept oder Fingerfood-Rezept, was man sehr, sehr schnell machen kann. Wie immer am Ende von meinen Videos, wenn euch das Rezept oder das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Würde ich mich sehr darüber freuen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren, das findet ihr unterhalb, genau da unten. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte schaut einfach auf tobias.grill.de nach. Und zwar, wie wäre es mit einer heißen Käsebrötchenpfanne vom Grill? Wie das Ganze